Das eigentliche, unnatürliche Denken beginnt, wenn Menschen, statt etwas zu tun, sich hinsetzen, setzen, die Eingeweide zusammenpressen, um zu denken. Der natürliche Mensch denkt, während er etwas tut oder ruht, gehend, lauernd, des Nachts liegend und ruhend. Aber das Sitzdenken hat Ergebnisse, die nur die übrigen Sitzdenker etwas angehen, die sich davon nähren, sie ihresgleichen wieder zu übermitteln.